Hallöchen, ihr Lieben, und willkommen zurück zu Tears of the Kingdom. Wir befinden uns hier in dem Windtitan. Ne, Windtitan ist es nicht, ne? Windtempel? Windding mitten in der Luft. Und sind noch am herausfinden, wie wir hier weiter vorankommen können. Wir sind in der letzten Folge hier im Raum angekommen. Und stellen uns jetzt dem interessanten Ding hier gegenüber, bei dem es aussieht, als wäre es kaputt. Können wir es vielleicht... Genau. Genau, so funktioniert das Spiel. Können wir dich vielleicht so drehen? Ich kann dich nicht greifen. Ich könnte dich aber vielleicht zurückdrehen. Sieht nicht aus, als würde sich da irgendwas tun. Warum ziehe ich immer das Schwert? Steuerung. Mensch, spielt man einen Tag schon wieder nicht und dann geht alles wieder nicht. Ich kann mir vorstellen, dass ich da irgendwas dran kleben kann. Das vielleicht. Was wir dann als, ja, Drehding nutzen können. Ja. Nur die Frage, wie weit? In welche Richtung? Okay. Nein! Es ist wieder zu. Habe ich den Punkt verpasst? Ah, wenn ich da jetzt hochkletter und das dann rückgängig drehe. Okay, das geht nicht, ohne dass ich hier wieder runtergehe. Oh ja, das ging kurz, aber... Gott. Aber das ist so schnell auf und zu. Prinzipiell hat das was bewirkt, ne? Nur irgendwie noch nicht so das, was ich wollte. Ich weiß nicht, ob da halt eine Stelle ist, an der das nur gehen kann, oder... Ich sehe halt auch gerade nichts, ist das Problem. Vielleicht, dass es jetzt im Rücken ist. War ja immer mal zwischendurch auf. Aber halt so kurz, dass es dann wieder zugegangen ist. Deswegen versuche ich das jetzt einfach mal ein bisschen langsamer. In der Hoffnung, den Punkt zu sehen. Ich so, hä? Da. Hä? Jetzt ist wieder weg, oder was? Ich verstehe es nicht. Wir gucken mal auf die Karte. Wie sieht's über uns aus? Wenn wir zum Beispiel hier hingehen und uns hochteleportieren. Wären wir in diesem Raum, können wir da dann vielleicht was erkennen, was uns weiterhilft? Kommen wir hier überhaupt hoch? Moment. Nee, ne? Doch. Doch.
Okay, hier sehen wir gar nichts. Das war ja erfolgreich. Da ist die Turbine, zu der wir wollten. Vielleicht können wir das auch einfach noch nicht an dieser Stelle. Das war hier. Das haben wir jetzt aufgemacht. Aber das hat uns ja alles überhaupt noch nicht weitergebracht. Wir könnten versuchen, auf der gegenüberliegenden Seite zu dem hier zu kommen. Wobei ich da auch glaube, dass man da hier durch muss. Ist das kompliziert? Ich markiere mir das auch mal als Eintrittspunkt, dass wir einfach, wenn wir runterspringen, wissen, ey, hier drunter ist direkt der Eingang. Ist ja ein Traum hier. Ich stelle mich wahrscheinlich wieder einfach nur dämlich an. Ich kenne das. Aber ich bin ganz ehrlich, ich bin so ein bisschen verloren, was das Rätsel angeht. Weil ich das Gefühl habe, so die Tricks habe ich schon genutzt. Okay, das sieht so aus. Oh, das ist wieder so eine Kanone, ne? Das sieht so aus, als wäre es eingeeist, dass wir da überhaupt nicht reinkommen. Schieß halt, ich bin überhaupt nicht da, aber mach ruhig. Ist schön gemacht. Ich laufe mal zu der anderen Seite. Oh, ich sehe jetzt erst, dass das da voll der große Vogel ist, ne? Den Seiten hier. Dass ich aber auch keine Tipps hier kriege. Mein Spiel. Unterstützt mich doch. Ich habe Probleme. Hat sich die Kanone jetzt gedreht? Ja, aber nicht zu unserem Bedauern. Kommen wir da unten rein? Ich warte mal eben, wie er sich dreht. Okay. Oh, natürlich ist er zu. Gegner, da sind Zahnräder. Ganz viele Eiszapfen. Da dreht sich auch was. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir erst da hinten rein müssen, aber das ist halt zugeeist, ne? Oh ja. Ich schon, komm, wir werden gleich wieder abgeschossen. Ja, das ist eingeeist, aber das könnten wir theoretisch aufkriegen. Indem wir... Nee, Feuer. Weil doch, Bombe war ganz gut, ne? Gut. Das hat schon mal funktioniert. Sehr schön, ach du Heilige. Hier kann man prinzipiell irgendwie durch. Dahinter ist eine Truhe. Hasse ich da durch? Nee, ne? Kann ich das da hinten grabben? Könnte ich. Aber nicht so. Und Fledermäuse. Habe ich noch irgendwas Stabiges? Ja. Ah, kommt mal her. Oh, die eine Fledermaus ist ins Feuer geflogen. Bist du doof? Kleine dämliche Fledermaus. Mach doch nicht. Nein, wenn stark wird. Steck ihn weg. Ich wollte jetzt probieren, wenn ich... Jetzt hier, wo einen langen Zapfen machen, ne? Das wird jetzt super. Passt auf. Wie so ein Greifarm. Der wird wahrscheinlich noch nicht reichen, ne? Egal. Ich teste. So.
Was denn sie? Nein, andersrum. Ups. Nein, es tut mir leid. Ich bin unfähig. Ich habe ihn kaputt gemacht. Oh nein, er schmilzt. Ah, das Feuer, er schmilzt. Okay, ich bringe die Bauteile erstmal hier drüben hin. Ich brauche noch mehr Eiszapfen. Habe ich jetzt keine mehr? Da oben habe ich noch welche. Och nö. Warum schmelzt ihr denn? Gut, es ist Feuer, aber warum? Ich hatte so einen schönen Plan. Werde ich auch weiterverfolgen. Wartet. Muss ich mir vielleicht gleich nochmal eine Eiszapfe holen? Nein, nicht schmelzen. Ach, anstrengend. Weil das reicht nicht. Kommst du runter? Ja. Oh Gott, nein. Warten Sie. Bleiben Sie bitte bei uns. Tauen Sie nicht auf. So. Die taut direkt auf, ne? Ist doch unverschämt. So. Und jetzt haben wir nämlich voll den Griffelstab. Jetzt muss ich nur aufpassen, dass ich das richtig mache. Ja. Ins Loch. Wartet. Hä? Kacke. Wartet. Kommt die Kiste da auch wieder mit durch? Passt die? Ja. So, da. Oha. Will noch mal einer sagen, dass ich keine Ideen mehr habe, ja? Und wofür? Oh, für einen Saphir. Ich dachte mir jetzt gerade, okay, wofür habe ich jetzt diesen ganzen Aufwand gemacht? Für wie viele Pfeile? Aber das hat sich ja wenigstens gelohnt. Cool. Oh, mein Pfeil kriege ich auch wieder. Wunderbar. So, dann geht es jetzt hier für uns weiter. Das ist auch selbsterklärend. Einmal bitte Zeit zurückdrehen und mich mitnehmen. Vielen Dank. Das hätten wir. Oh, guten Tag. Kann ich Ihnen helfen? Vogel, mach was. Sehr gut. Nimm doch dein Schild weg, Kollege. So. Kann ich nichts von mitnehmen, ist aber kein Problem. Gut, wir können hier einmal unseren Weg wieder frei machen. Das ist sehr gut. Zack. Shortcut. Und jetzt geht's hier dran. Oh, das muss ich wahrscheinlich verbinden, damit sich das auch dreht. Habe ich denn hier ein Verbindungsstück außer Eiszapfen? Ich glaube, ich werde wieder einen Eiszapfen nehmen müssen, ne? Komm sie mal runter. Ich hoffe, der ist jetzt nicht zu groß. Doch, ich glaube, er ist zu groß. Können wir den kleiner machen oder muss ich mir einen anderen holen? Oder ich schmelze ihn so ein bisschen. Nur so ein kleines Stückchen. Oh Gott, der schmilzt schneller als ich dachte. Nee, wir sind immer noch zu lang. Müssen nochmal schmelzen. Aber vorsichtig bitte. So vielleicht.
Und jetzt. Geil. Ja, gar nichts gebracht. Oh, warte, verbinden. Oh, es ist abgegangen, aber es hat sich doch gedreht. Das war doch gut. Okay, warte, vielleicht. Ne, warte, dann hole ich mir noch einen Zapfen. Muss ich das doch anders machen? Nee. Nee. So, und jetzt. Ich wollte den. An. Hör doch mal auf! Ja. Jetzt ging's. Perfekt. Oh, wir können die zweite Windturbine anmachen. Sehr schön. Kollege, komm her. Wir haben eine Aufgabe zu tun. Ja, sehr schön. Dann mach mal Action. Eieiei. So, das war ja noch recht easy. Aber ich glaube, jetzt wird's nur komplizierter. Drei haben wir noch. Drei Stück. Das schaffen wir nicht. Nee. Ich bin doch jetzt schon völlig überfordert, was wir zu tun haben. Sollen wir das denn machen? Kollege. Lass uns mal eben auf die Karte gucken. Also, das war dann der. Den haben wir. Hier kommen wir wieder raus. Ah, hier war die Turbine. Ich glaube, hier gibt es keinen. Hier hinter ist der Gang, ne? Dahinter. Aber da kommen wir nicht hin. Das heißt, wir müssen definitiv wieder nach oben. Oh, mein Pfeil. Okay. Da sind wieder neue Gegner. Oh, hier oben auch. Hallo. Oh, ich sollte was essen. Sonst bin ich gleich wieder tot. Und dann heule ich wieder rum. Habe ich noch irgendwas Leckeres? Wie lange hält das? 3 Minuten. Volle Heilung plus ein paar Herzen. Ist natürlich auch geil, ne? Ach komm, gönnen wir uns. Wer weiß, wofür wir es noch brauchen. Okay. Oh, den kannte ich noch nicht. Hartholz ist. Okay. Oh, hier geht's runter. Die Frage ist nur, wohin runter? Will ich das jetzt testen? Da unten haben wir Wasser. Da geht's aber auch weiter. Lass uns mal eben auf der Karte gucken. Wir haben da unten Wasser. Aber oh, das ist, muss ja dann auch die Ebene sein. Das ist die Tür, in die wir hier nicht reinkamen, ne? Okay, das heißt, wir müssen da runter. Ja, da ist die Kiste. Habe ich noch eine Waffe mit Flammenwerfer? Habe ich. Cool. Mach doch. Ey, einmal wechseln bitte. Nee, das da. Das geht mir irgendwie, das ist sehr langsam, das Menü, ne? So, jetzt können wir das wieder umkippen. Und kommen wieder ein Schrittchen weiter. Das ist schon mal gut. Ich hoffe, hier ist nicht nur die Kiste. Sonanium-Schild. Von den Sonau verwendeter, aus Sonanium gefertigter Schild. Senkt den Energieverbrauch von befestigten Sonau-Bauteilen. Ja, dann schmeißen wir doch mal das hier weg. Achso, hier war nur der Loot. Na gut. Aber den haben wir zumindest schon mal. Das ist doch schön. Wir könnten hier deckensprungmäßig wieder nach oben. Mal gucken, wo uns das hinbringt. Hüpf. Ach, wieder an Deck. Okay. Aber oben, ne? Ja. Wuhu.
Haben wir hier noch was Schönes? Der anderen Seite vielleicht. Vielleicht können wir hinten rumlaufen. Sieht nicht so aus, ne? Hier haben wir schon die Schwanzspitze. Vom Schiff. Ich finde das sehr cool, dass mir das so ein Gefühl von Wamedo gibt, ne? Es hat so Ähnlichkeiten, so dieses fliegende Etwas in der Luft, dem man rumklettert und sucht und seine Wege reinfindet und mit Wind arbeitet. Das haben sie schon sehr schön gemacht. Und das ist hier halt ein Schiff. Oh, hi. Ach ja, mein Bogen war ja kaputt. Ich dachte gerade, wo ist mein Bogen? Warum geht das nicht? Nehmen wir erstmal hier den Crab-Bogen. Für so ein Schleim reicht das. Und dann haben wir hier... Ist das einfach nur wieder eine Truhe? Ich hoffe, ne? Nee, gib mir mal meine Waffe. Feuer. Schmelzen. Oh, man sollte auch treffen, Link. Eine Truhe. Weile. Sehr gut. Naja, hat sich jetzt zumindest ein bisschen gelohnt. Das ist nur wieder so ein Vogel. Ich dachte, der zieht da so ein Ding hinter sich her, aber das war eine von den Inseln da oben. Okay, das hat uns jetzt immer noch nicht großartig weitergebracht mit unseren anderen Rätseln. Wenn ich da mal ganz ehrlich bin. Da müssen wir noch rein. Da waren wir drin. Diese Waffe, ne? Ist ein bisschen... Kann aber auch nicht treffen, ey. Oha. Weil ich möchte, glaube ich, mein Feuer noch ein bisschen aufbewahren. Das brauchen wir, denke ich, mal noch für andere Dinge. Warte, da ist noch Loot. Loot! Irgendwo hier sind meine Pfeile. Oh. Das ist halt die Kacke, wenn er so nah hinter einem rennt und man A spammt, um Sachen einzusammeln, ne? Dann verrotzt er das direkt. So, jetzt sind wir hier wieder, ne? Hier waren wir drin, den haben wir angemacht, das ist gar kein Problem. Dahinter waren wir, haben die Truhe geholt, auch gar kein Problem. Hier kommen wir aktuell noch nicht hinein. Weil ich... Achso, nee, das ist dieses Laserraumrätsel, oder? Ja, nee, hier war einfach nur eine Truhe, sonst nichts. Das haben wir auch. Nee, die Truhe hier haben wir noch nie. Ach, die ist doch offen. Ach, oder war die unten, die ich markiert habe? Das kann auch sein. Gut, du bist im Untergeschoss. Du bist auch im Untergeschoss. Du bist noch im Erdgeschoss. Da mussten wir aber ja hier lang, was ich ja nicht hingekriegt habe. Das hier haben wir gelöst. Das heißt, wir müssen hier nochmal rein. Und gucken. Dass das so kompliziert hier wird. Nee, hätte ich auch nicht gedacht. Wahrscheinlich ist es gar nicht kompliziert, nur ich denke kompliziert. Mal aufhören, da unten so rumzustehen. Kollege Schnürschuh. Wo war der Eingang? Direkt unter uns. Guck mal, hier liegt noch der Bogen. So. Genau, hier ist das Laser-Rätsel. Hier war dieser Gang. Versuche mir gerade nochmal ein Bild zu machen, ne? Von unseren gewissen Dingen. Das war die Tür zum unteren Tempel. Aber ich glaube, das ist einfach nur, das kann man von da außen aufmachen. Damit man hier wieder reinkommt. Ist so meine große Vermutung. Damit man wieder ins Schiffchen kommt. Deswegen können wir das hier auch erst einmal ignorieren. So, hier haben wir noch die Kiste.
Du bist nicht gelootet, ne? Nee. Du bist noch zu. Warum ist ja noch die Turbine, bei der wir nicht waren? Also wir müssen definitiv hier irgendwie durch dieses Laserrätsel. Wobei hinter dem Laserrätsel ist auch nur die Kiste, ne? Warte mal, können wir... ich würde gerne aber eine Waffe nehmen, die jetzt nicht vielleicht so rausguckt. Weiß nicht, ob das relevant ist oder können wir da drüber springen. Was ich ja gerne probieren möchte ist... Ja, geht nicht, natürlich. Hey, ich kann einfach drüber springen. Polonit. Sehr gut. Hilft uns nur bei unseren Rätseln noch nicht weiter, ne? Na gut. Ich guck nochmal auf die Karte. Also, die Truhe haben wir. Können wir wegmachen. Ja, wie kommen wir da hin? Das ist, glaube ich, hinter diesem großen Tor, durch das wir noch nicht kommen. Ansonsten ist meine Vermutung, dass wir jetzt vielleicht, weil hier, wie gesagt, hier kommen wir nicht weiter. Hier kommen wir aktuell auch nicht weiter. Den Gang hier haben wir. Den Gang haben wir soweit fast auch, bis auf dieses Rätsel, was mir halt völlig unklar irgendwie erscheint, wie ich das da regeln muss. Damit wir den holen können. Also würde ich mal sagen, wir probieren es zu dem hier unten zu kommen. Ich markiere mir das mal wieder den Eingang. So markiert man sich Eingänge. Nein. Den Eingang. Damit ich weiß, wie ich da reinfliegen muss. Und das wird jetzt, glaube ich, knifflig. Da geht's raus. Wir müssen nämlich jetzt runter. Unter das Schiff. Versuch mal, da auf dem Flügel zu landen. Da müssen wir hin. Oh, komm. Gib mir Boost. Sehr gut. Oh Gott, Gegner. Nein! Mir geht's gut. Schieß. Schieß, Junge. Perfekt. Okay. Dann können wir schon diese Turbine machen. Weil mehr war das nicht, außer hier unten halt hinkommen. Genau. Ich will auch, dass der Junge Wind macht. Sag mal, das ist halt ätzend, ne? Och nö, jetzt ist die Winddingens vorbei, oder was? Oh. Ist überhaupt nicht nervig, nein. Gar nicht. So. Gut. Jetzt haben wir nur noch die zwei, wo ich nicht weiß, wie wir da hinkommen. Das ist toll. Ja, Rest ist. Jetzt ist auch da die Tür auf. Wunderbar. Da haben wir noch eine Tür. Weiß nur nicht wofür. Bisschen kaputt hier unten, ne? Ach nee, ist ein Fenster. Sehen wir sonst irgendwas Spannendes hier? Ich glaube nicht. Wir können auch, denke ich mal, nicht hier deckensprungmäßig, ne, agieren. Nein, dann landen wir ganz oben auf dem Deck. Schade. Schade, Spiel, dass du an sowas mitdenkst. Und das so konzipierst, dass es nicht passt. Okay, ich würde jetzt mal den Weg hier wieder rausnehmen. Und zwar da lang.
Na, und jetzt haben wir nur noch die Rätsel, ne? Mit den letzten zwei Türen. Musik, ne? Sie auch immer so dramatisch wird. Hier bin ich mir sicher, müssen wir oben das Tor irgendwie aufmachen. Und bei dem anderen müssen wir da hinten das irgendwie gedreht kriegen, dass diese Tür aufbleibt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wo waren das jetzt? Jetzt bin ich verwirrt. Okay, wir suchen das. Ah, ist da oben? Wir suchen das in der nächsten Folge nochmal, wo die Stelle war. Und dann gucken wir mal, ob wir eine Lösung für unsere beiden letzten Probleme finden. Weil irgendwie müssen wir hier ja weiterkommen. War das hier hoch? Naja, wir gucken dann nochmal. Und vielleicht schaffen wir es dann ja in der nächsten Folge schon, hier den Windtempel abzuschließen. Und gucken dann, wie die Geschichte für uns weitergeht. Ich bedanke mich fürs Zusehen, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüsselü!